was in dieser Folge geschehen wird. Wow! Was dann? Boah, der Typ ist gut, Digga. Digga, das ist ein Bossfight, Digga. Das ist ein ernster Bossfight gerade. Ja, mal Leute, herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren leckeren Folge. Jetpacks sind wieder back. Es gibt einen Jetpack-Modus, scheiß mal auf den. Ich rede von Jetpacks normal. Die sind im Solo-Modus drin, und zwar Stark Industries Jetpack. Ist nicht genauso gut wie das normale Jetpack. Das könnt ihr, glaube ich, nicht so lange nutzen. Ich sag mal so, das normale Jetpack könnt ihr, keine Ahnung, 15 Sekunden lang auf Straight nutzen und das jetzige 7 Sekunden. Also ungefähr Pi mal Daumen. Naja, wichtig ist, Freunde, ihr wisst ja, die PS5 kommt die Tage raus. Ich krieg auch meine PS5. Und ihr wisst ja, dass die PS5 120 Hertz unterstützt. Ne? Das heißt, ihr könnt 144 Hertz Monitore spielen. Davor könnte man es nicht. Davor hat man Limit auf 60 gehabt. Ne? Das heißt, wer die PS5 bestellt hat und noch kein 144 Hertz Monitor hat, das ist absolut respektlos. Das ist absolute Pflicht, Freunde. Und jetzt ganz wichtig, mein Partner Nano Gaming, die gleichen Leute, die auch diesen Studio gemacht haben oder das Headset, die haben jetzt einen neuen Monitor rausgebracht, und zwar 144 Hertz mit 1 Millisekunde Reaktionszeit, 24 Zoll, die perfekte Größe. Ich zocke ja selber auf 24 Zoll. Und ich sag's euch, Freunde, ne? Ich sag's euch, 144 Hertz, ihr spürt den heftigsten Unterschied. Also, ich habe vorher auch immer auf 60 Hertz gezockt, dann bin ich auf PC geswitcht mit 144 Hertz, in Weltenunterschiede. Danach auf 240 Hertz, kein Unterschied. Und jetzt mittlerweile sogar 360 Hertz. Gar kein Unterschied. Lohnt sich absolut gar nicht. Also 144 Hertz, ich glaube, ab da so erkennt das Auge auch keinen Unterschied mehr. Und ich sage euch, wer für die PS5 kein 144 Hertz Monitor hat, ne, der kostet nur 165. Das ist sehr, sehr wenig für einen 144 Hertz Monitor in der Qualität. Vertraut mir, Freunde, es lohnt sich, Freunde. Link ist oben in der Beschreibung. Oder wer auf dem PC spielt und noch keinen freshen Monitor hat, ich kann es euch empfehlen. Von der Preis-Leistung top, 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 top. Link ist oben in der Beschreibung, Freunde. Check's auf jeden Fall ab. Ganz wichtig. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Let's go, der Hase. So, Leute. Jetpacks sind im Game, Freunde. Und ich rede hier nicht von den Jetpack-Modus, sondern die sind einfach normal im Game. Und deswegen spiele ich auch gerade Solo. Okay, die Frage ist, was soll ich mir krallen? Okay. Okay. What the... Digga! Absolut überfordert, Digga! Boah, hör auf mich zu pranken, Digga. Gib mir ein paar Sekunden, ich schwöre, gib mir ein paar Sekunden. Einer haut ab. Ehrenmann. Ich schwöre bei Gott, Ehrenmann. Boah, natürlich war meine Waffe leer. Kennt ihr es, wenn die Waffe leer ist, Digga? Das bockt dann nie, Digga. Das bockt dann nie zu zocken. Man kann gar nichts treffen, weil du aimst ganz woanders hin. So. Eieiei. Ich weiß gar nicht, ob der eine Ehrenmann da ist, aber er hat gerade wirklich mein Leben gerettet. Ich war am Arsch. Da ist jemand drin, auf jeden Fall. Bro, ist okay, ist okay. Nimm. Digga, das wird mir einfach unsterblich. Aber ist korrekte Aktion auf jeden Fall, wirklich. Da weiß ich zu schätzen. So, wir dürfen aber nicht zusammenspielen, das wäre sonst böse, Digga. Deswegen. Du kleiner Go, Digga. Der kleine Go. Oh, er hat das Jetpack! Er hat das neue Jetpack. Das Stark Industries Jetpack, okay. Geile Sache, Digga. Das Ding ist es unlimited? Nee, es ist ganz normal, wie das normale Jetpack. Ich glaube, man kann nur nicht damit so Baba-mäßig hochfliegen, wie normal, ne? Okay. Let's go. Ich hab ihn irgendwie unterschätzt, Digga. Voll unterschätzt einfach. Richtig dumm gespielt. Digga, ich muss aber richtig aufpassen. Ich muss richtig aufpassen. Okay.
Ja, der Typ ist auch immer am Start, Digga. Der Typ ist auch irgendwie, glaube ich, ein richtig guter Spieler. Wir nehmen auf jeden Fall die Chest hier, Freunde, weil uns geht's wirklich nicht gut. So, zack. Ich frage mich, ob es im Tresorraum geht. Er kann mir wenigstens so die Überreste da lassen. So, weißt du, was ich meine? Okay, Freunde. Lass mal ein bisschen warten, bis das Ding sich recharge und mir komplett full life geben. Lass meinen Kollegen in Ruhe. Oh, 75 Schaden, das ist auch echt heftig, ne? Das ist schon echt stark. Das ist schon echt stark. Okay, ich weiß, aber richtig schlecht. Okay. Freunde, was nehmen wir jetzt? Wir nehmen jetzt erstmal nochmal einen Kollegen hier. Den Kollegen. So. Komm. Okay. Natürlich war die Sniper gerade leer, wo ich gerade Headshot geben wollte. Das war richtig respektlos gerade, wirklich. Oh nein, ich hoffe, mein Mate stirbt nicht. Ich hab dich nicht gesehen. So. Also. Ich nenne ihn Mr. Apple. Mr. Apple, ich muss leider weiter. Wir können auch nicht zusammen. Das wäre sonst böse. Du bist so ehrenlos, ne? Wow. Wow. Das war gerade richtig ehrenlos, wirklich. Das war wirklich unnormal ehrenlos. Wow, also das war wirklich unglaublich. Das war wirklich... Oh nein, 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 nein. Nein, tu's nicht. Tu's nicht. Tu's nicht, Bro. Ehrenmann. Okay. Ich glaube, er wusste es nicht. Er wusste es nicht. Er dachte, ich bin tot, Digga. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so ein böser Hase ist. Ich schätze ihn einfach nicht so ein, Freunde. Und ich habe gute Menschenkenntnisse. Wir hören hier gerade noch einen weiteren Gegner. Ich sag einfach, der klettert schon irgendwie. Der klettert schon. Ich brauche am besten eine bessere Pumpgun, Digga. Ich weiß doch gar nicht, warum man nicht zum Tresor rum kann. Da ist irgendwie... Irgendjemand hat die Karte gesneakt, so, ne? Naja, Freunde. Noch einmal unseren Jetpack nicht gebrauchen können. Ich überlege, welche Pumpgun dafür geeignet ist. Eigentlich so eine Combat in Gold am besten, ne? Ich überlege, ob ich zum anderen Loot Drop gehen soll. Oder ob ich zu Risky Reels gehe. Oh mein Gott, ich kann nicht Dinges benutzen. Ab, ne? Wow. Knappe Nummer, Digga. Knappe Nummer. Den nehmen wir mit, Freunde. Dann gehen wir schön entspannt mit dem Heli weiter. Das ist der Plan. Hier sind noch Safe-Gegner. Ja, da sehe ich doch schon einen schwimmen. Da sehe ich einen Schwimm. Lass ihn angreifen. Guck mal jetzt. Wow. Guter Laser. Goldenes Gardiger. Die nehme ich mit. Die nehme ich mit, bevor sie verschwindet. Okay. Auch richtig ordentlich Metz gegained. Sehr schöne Sache. Ich habe nur eine schlechte Pump. Das gefällt mir gar nicht. Oh, das ist ein Gegner. Ich habe einen Typ 1 gemacht. Digga, den habe ich aber richtig geil gefunden. Habt ihr das gesehen? Schön mit 360. Schön mit 360 Wolverine-Kralle. Let's go, let's go, let's go. Wir haben noch 3 Gegner. Ich frage mich, ob der letzte Gegner dieser Apfelkopf ist. Das wäre echt heftig. Weiter geht die Reise. Der Typ hat das beste Aim.
Endlich mal ein Moment, wo ich das Jetpack nutzen konnte. Oh Mann. Ja. Wow! Also wirklich, wow! Das ist ja ein Laser, was der Typ da drauf hat. Das ist ja... Er hat ja gar keinen Bloom auf Range. Das ist ja hardcore gut. Also selten treffe ich solche Gegner mit so einem impressive Aim, Digga. Oh, der Bloom ist richtig schwach geworden. Oh Gott. Ich glaube, es ist nicht mein Dingens. Das war nicht auf jeden Fall, das war nicht dieser Apfelkopf da, ne? Ne, warte. Gib mir noch Leben oder nicht? Den behalte ich auf jeden Fall. Ein bisschen Leben zu catchen. Und dann switche ich rüber auf Unibeam, Digga. Vertraut mir, Freunde, man muss auch manchmal den schlauen Hasen aktivieren. Was? Ich wusste, der Typ hat kranke Mechanics. Oh mein Gott, ich verkacke alles. Ich hätte ihn eigentlich beenden können, aber ich wollte so ein bisschen was Episches machen. Auch wenn er so richtig gut ist. Ich habe einfach damit das gar nicht weitergeschossen. Interessant. Also jetzt in einem 1 gegen 1, Digga. Muss ich sagen. Boah, der Typ ist gut, Digga. Ich bin einfach besser. Muss beenden. Oh, Digga! Ich kann nicht mehr bauen. Ich kann nicht mehr bauen. Oh mein Gott. Ich hätte ihn direkt töten müssen. Der wird mich, glaube ich, umbringen. Das wird so ein Karma-Ding sein. Ich hätte ihn töten müssen, weil er wird sich jetzt richtig cool healen. Er wird sich full healen, Digga. Er hat locker 50.000 Biggies, so wie er spielt. Ich habe gar kein Leben. Muss hier nochmal Dingens. Boah, das ist es. Digga, das ist ein Bossfight, Digga. Das ist ein ernster Bossfight gerade. Okay. Boah, Digga, mein Bauen leckt ja hardcore. Die geheilte Technik so krass übernommen gerade. Schlecht, Digga. Er nimmt die Sache ernst, Digga. Er nimmt die Sache richtig ernst. Aber das feiere ich. Runter. Der geht gar nicht mehr so durch. Oh! Apo!
der aller echte Dicker. Was geht ab, Mann? Leute, bewerten kommt hier nicht vergessen. Es war ein echt intenser Fight am Ende. Freunde, geile Sache. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Und wer einen richtig knackigen Monitor sucht mit 144 Hertz, checkt auf jeden Fall den 144 Hertz Monitor von Nano ab. Der ist Preis-Leistung top. Also für 165 Euro ist richtig, richtig knackig, Freunde. Wer für die PS5 noch keinen guten Monitor hat oder generell auf dem PC spielt, 144 Hertz ist auf jeden Fall Pflicht. Wirklich Pflicht. Pflicht. So, Link ist oben in der Beschreibung, Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Der alle echte und tschüss.